Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem IFA-Spezial Tag 3. Wir sind in der Halle 6.1 am Stand der Firma Unold und bei mir ist Margret Blum. Frau Blum, welche Neuheiten präsentieren Sie denn dieses Jahr auf der IFA? Also wir haben ganz, ganz viele, aber was ganz Tolles, unser Sous-Vide-Stick und der dazugehörige Vakuumierer. Ein Sous-Vide-Stick? Sous-Vide-Stick. Gegessen haben Sie das Ergebnis schon oft. Wenn schon mal in der Gaststätte ist, Sie bestellen ein Kalbsfilet, ich will Hasenrücken und der andere will vielleicht noch ein Rinderfilet. Und das wird alles auf einmal serviert. Das sind Dinge, die sind vorher vakuumiert und im Wasser gegart. Und dann werden die nur noch à la minute einfach gebraten. Und das Tolle beim Sous-Vide-Garen ist Mineralien, Vitamine. Alles bleibt erhalten durch diese niedrigen Temperaturen. Das ist er hier. Und das ist unser Sous-Vide-Stick. Wie Sie sehen können, gradgenau können Sie hier einstellen zwischen 0 und 99 Grad. Gerade haben wir die 60 Grad für unser Fleisch. Ja, es ist einfach zu bedienen und er passt in jeden Kochtopf. Bis mit 18 cm Höhe, da brauche ich nicht mehr das große Sous-Vide-Becken. Ein Kochtopf hat jeder daheim. Und jetzt zeige ich Ihnen unseren tollen Vakuumierer dazu. Sie nehmen irgendwelche Vakuumierbeutel, am besten natürlich von der Firma Unold. Und wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, eben auch schonendes Vakuumieren, dass wir das Fleisch nicht schon entsaften. Wir stecken das einfach hier rein. Dann schließen wir, ist also kinderleicht, und jetzt drücken wir nur noch auf Vakuumieren. Und sehen Sie das? Sehen Sie, der Bratensaft, der bleibt wirklich unten und nicht bis hier oben. Ein normales Vakuumiergerät würde jetzt so stark den Bratensaft ziehen, dass er irgendwo da oben sitzt. Und das passiert bei uns nicht. Und Sie können natürlich auch harte Sachen vakuumieren. Wie lange dauert das Garen mit diesem Stick? Das kommt darauf an, was Sie damit zubereiten. Jetzt so ein Schweinefilet, wie ich da habe, wie ich es Ihnen gleich mal anschneide, das haben Sie gegart in 20 Minuten. Die Weihnachtsgans, die Sie vielleicht in eine Waschwendel reintun, weil Sie können ja da bis zu 20 Liter umwälzen, die braucht 24 oder 26 Stunden. Aber ein Geschmäckle, sage ich Ihnen, wenn Sie einmal ein Gänsle aus dem Sous-Vide Garer gegessen haben. Sie essen nichts anderes mehr, weil das Fleisch einfach ein Traum. Funktioniert in jedem Topf und was in kostet der? In jedem Topf 199 Euro. Also einmal gescheit essen gehen, zahlen Sie mehr wie dafür das Gerät und dann haben Sie jeden Tag das leckere Essen. Und jetzt schneiden wir mal unser Schweinefilet an. Schauen Sie sich das mal an. Und das legen wir jetzt schon fertig gegart. Jawohl, ein Schwein gart man ja ein bisschen mehr rosa. Und wenn Sie das jetzt sehen, das ist eine Minutensache, sehen Sie, das ist noch ein bisschen... Sieht schon ganz zart aus. Wenn man der sieht nicht nur zart aus, der schmeckt auch zart. Und da schmeckt man halt auch die Fleischqualität. Bitte sehr. Dankeschön. Das ist lecker, sage ich Ihnen. Schade, dass ich Ihnen, ich würde Ihnen ja gern auch ein Stück rüberreichen, weil so was Saftiges, das kriegt man sehr nur zart, nach der Sous-Vide-Methode. Ja, das Gerät verrät seinen Verwendungszweck hier gleich, denn man sieht schon, es wird Eis produziert. Genau, gerade habe ich Ihnen was über das Hauptgericht erzählt und jetzt kommen wir zum Nachtisch. Und das Tolle an den Unold Eismaschinen ist ja, wir haben Kompressormaschinen, da braucht man also nicht noch zusätzliche Gefriertruhe und da braucht man vor allen Dingen nicht eine lange Wartezeit. Dreiviertel Stunde gibt es leckeres Eis. Und weil wir ja an alles denken, denken wir nicht nur an das Eis, sondern das Eis muss ja auch irgendwo hin. Und deshalb haben wir als Neuheit den Unold Waffelbäcker Bowl. Der bäckt also richtig schöne Waffelschalen. Und dann schmeckt es ja natürlich noch einmal so gut. Ihr persönlicher Geschmack ist ja da drin. Ob Sie da jetzt ein bisschen Bittermandelöl reintun, ein bisschen Rum, Zitronenschale, Orangenschale, also alles, was Sie mögen. Sie können das mit Vollkornmehl machen. Sie können das mit glutenfreiem Mehl machen. Es gibt ja so viele Leute, die irgendwelche Einschränkungen haben. Wir denken an alle. So sind wir halt, ne? Das stelle ich mal dahin. Und ich habe ja noch was Tolles. Für die, die sagen... Ist mir zu viel? Das ist mir zu viel. Haben wir den Zaubernussbäcker.
Der backt also praktisch halbe Walnussschalen. Und in diese Schalen kann ich also dann hergehen und kann einfüllen, was ich will. Ich mache einen Mürbteig, den mache ich zu kleinen Haselnusskugeln. Und wenn ich das Gerät dann schließe, drückt es diese Schalen und da kommt dann auch was Leckeres raus. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine Creme, eine Schokocreme mit Nougat und Frischkäse, Klappe zu und das mal für 10 Minuten ins Gefrierfach, dann hält das auch. Oder Sie machen Ihre eigenen Eispralinen, geht natürlich auch. Das können Sie auch herzhaft machen, den Teig, und machen da zum Beispiel ein Sorbet rein aus Gurken mit Tomaten. Und Sie wissen immer, was drin ist. Das ist ja das Tolle dran. Und unseren Zauberstab, den gibt es ja schon 62 Jahre. Der Zauberstab und ich sind 124 Jahre alt. Jetzt ist es ein Rätsel. Der sieht ein bisschen anders aus, ne? Als sonst. Ist das nicht schön? Kupfer. Neue Farbe. Kupfer, neue Farbe. Passt in alle Küchen rein, egal wie jung, wie alt. Und den Zauberstab, den kann ich bis hierhin eintauchen. Also da kann ich auch eine große Menge machen und natürlich auch kleine. Da machen wir uns jetzt einen schnellen Smoothie. Schauen Sie mal her. Die Himbeeren, die sind tiefgefroren, die wir da drin haben. Weil da schmeckt es ja dann besser. Und so schnell habe ich einen Smoothie fertig mit dem Zauberstab. Zum Reinigen einfach unter die Wasserleitung und das war's. Braucht man nicht unbedingt mehr einen Smoothie-Maker? Naja, wenn man die Hardcore-Smoothies macht, so mit groben Stielen dann schon. Aber für ein paar Spinatblätter und für die Früchte, da reicht unser Gerät auch. Und kostet? Und der kostet jetzt 199 Euro. Das ist es aber wert, weil es ist nicht nur ein Pürierstab, das ist eine komplette kleine Küchenmaschine. Da habe ich meinen Teig gerührt für die Waffeln. Damit können Sie Eischnee schlagen. Damit können Sie Eis crashen. Und noch mal kurz zur Eismaschine. Was kostet die? Die Eismaschine kostet 339 Euro. Das ist jetzt eine 2-Liter-Maschine. Wir haben aber auch 1,5-Liter- und Liter-Maschinen. Und die Waffelmaker? Das ist was Tolles. Denken Sie Weihnachten dran. Die kostet nur 34,99. Eine gescheite Schachtel Pralinen kostet schon. Und da machen Sie jetzt täglich Ihre Eispralinen selber. Und genauso der Waffelbäcker. Ich trinke noch einen. Vielen Dank, Frau Blum. Zum Wohle. Tschüss. Wir sind jetzt am Stand von Parrot und neben mir steht der Geschäftsführer, Herr Bonetti. Herr Bonetti, Sie haben hier einige Drohnen ausgestellt in verschiedensten Größen. Was sind so die Highlights dieses Jahr auf der IFA? So, der Highlight Nummer eins ist natürlich der Disco. Das ist die neue Drohne, die wir auf den Markt bringen. Das ist kein Quadrocopter, wie man sehen kann. Das ist wirklich ein Flugzeug. Die Idee, die wir hier bringen, ist Spaß beim Fliegen, einfach und immersiv Flying, so ist es, nennen wir das. Das heißt, dass der Pilot dank die FPV-Brillen, die wir hier auch verwenden, direkt, wie ob er in die Drohne sitzt und fliegt. Und dass einfach ein Pilot ein echtes Pilotengefühl hat. Wie groß ist diese Drohne? Wie schwer? Die ist 750 Gramm schwer. Das ist, also schwer ist, sie ist sehr leicht eigentlich. Also 1 Meter breit und die fliegt bis zu 80 Kilometer pro Stunde und eine Flugzeit von 45 Minuten. Wem empfehlen Sie diese Drohne? Also wer kann was damit anfangen? Ja, eigentlich jeder kann diese Drohne fliegen, weil die Drohne ist sehr einfach vorprogrammiert. Das heißt, jeder, der diese Drohne kauft, kriegt alle drei Teile, Sky Controller, das ist die Fernbedienung, die Drohne und der FPV-Brill. Und es ist alles schon vorprogrammiert, out of the box. Das heißt, wenn man das kauft, muss man nur die Drohne starten, kann man die fliegen. Es ist so, wir haben auch ein System drin, der heißt Assisted Flying. Das heißt, die Drohne wird der Pilot während der Flug helfen. Falls er Gegenwind oder Seitwind hat, der stabilisiert sich automatisch, der landet auch automatisch und es gibt auch verschiedene Sicherungssysteme, die wir eingebaut haben, die machen, dass der Pilot sehr einfach fliegen kann.
Das heißt, ich muss kein Flugzeug fliegen können, um diese Drohne steuern zu können? Nein, Sie müssen nur die üblichen Regeln, die jetzt in dem, existieren, folgen und Sie können einfach fliegen. Einwandfrei. Wir haben hier auch noch kleinere Drohnen ausgestellt, sozusagen Spielzeugdrohnen. Was sind das für Drohnen? Das sind Mini-Drohne, das nennen wir, sind wirklich, wie gesagt haben, Mini-Spielzeugdrohne. Es sind Drohne, die kleine, ganz kleine 4 Gramm Objekten transportieren können. Kleine Mini-Flugzeuge, die vertikal starten und wie ein echtes Flugzeug dann fliegen können. Die sind für Kids, die einfach zu Hause fliegen wollen, in allem Sicherheit und fliegen lernen möchten. Und wie hat sich die Nachfrage nach Drohnen in den letzten Jahren gesteigert oder entwickelt? Also extrem gesteigert. Wir sehen da, wir sind die Ersten, die da mit Spielzeugdrohnen auf den Markt gekommen sind in 2010 mit der Eier-Drohne. Und seitdem sind extrem viele Konkurrenten auf den Markt gekommen. Das heißt natürlich, dass die Nachfrage explodiert hat. Und wir werden auch sehen, dann mit den neuen Disco und die Bebop 2, die wir auch in den Markt bringen, dass wir natürlich auch noch mehr werden. Und wir glauben, dass für die nächsten Jahre, dass wir nur eine Progression geben. In welchem Rahmen bewegen sich die Kosten? Für die Bebop, man spricht von einem Kosten von 1.299 Euro mit allen zusammen, alle drei Teile. Für einen Bebop-Bundle, der auch eine Sky-Controller und ein FPV entsteht, sprechen wir von 699 Euro. Und für die Mini-Drohne, das variiert zwischen 69 Euro und die ganz neuen bis zu 139 Euro. Den Abflug und sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen, 18.15 Uhr und 21.15 Uhr. Bis dahin, tschüss.